Dominik, servus. Heute aus einer wunderbaren schönen Höhle. Das hat jetzt den Hintergrund, weil ich seit den frühen Morgenstunden unterwegs bin hier draußen im Wald und der Wald momentan sehr frequentiert ist von den Pilzesuchern. Wo es auch gut ist, steht ja jedem zu, ist ja eine entspannende Sache, Pilzesuche. Aber ich mag ja gerne das Einsame, das wisst ihr ja. Von dem her bin ich in diese Höhle aufgestiegen. Der Weg daher ist sehr, sehr anstrengend und sehr schwierig. Ich denke, da kommt halt keiner, da habe ich mein Rohr. Kann ich das machen, was ich mag. Ja, und es geht halt um Folgendes. Und zwar um diesen hier. Den habe ich vorher gefunden. Das ist der Schopftintling. Der Schopftintling ist ein sehr begehrter Speisepilz und ein sehr bekömmlicher Speisepilz. Wie man den Ganzen jetzt zubereitet, das zeige ich euch jetzt. Ja, bei den Schopftintlingen muss man vorweg sagen, die muss man sehr schnell verwerten. Man dreht es am besten, da sieht man schön, aus der Erde raus, nimmt es mit heim und verwerte innerhalb ein paar Stunden in einer Pfanne anbraten oder in einer Suppe. Ansonsten wird der Pilz sehr schnell schlecht. Und das ist auch, wenn ein älteres Exemplar ist, zum Beispiel wie bei dem, da dauert es jetzt eigentlich gar nicht mehr so lang wahrscheinlich, dann wird sich dieser Hut wölben oben, wie so ein Regenschirm, und wird der ganze Pilz zerlaufen. Wie eine Tinte schaut das dann aus. Deswegen heißt er ein Tintling. Und man kann ihn hauptsächlich verwerten, wenn innen die Lamellen, schauen wir uns nachher an, schön rosa sind oder weiß, dann ist er noch gut. Ansonsten sollte man Finger davon lassen, weil man sich eine Lebensmittelvergiftung einfangen kann. Ja, der Tintling hat nicht umsonst den Namen Tintling. Das ist so, wenn das älter wird, das Exemplar, dann zerfällt der, zersetzt sich der und beim Zersetzungszustand bildet sich ja, so ein Sekret, der schwarze, schaut aus wie Tinte. Das ist wirklich so. Und früher hat man das aufgefangen und hat zu dieser Tinte genau ein bisschen Arabikum mit dazu gegeben, ein paar Tropfen, und man hat eine schreibfähige Tinte gehabt. Der ist wirklich, für sowas hört man mal an. Unser Freund, der Schopftintling, ist nicht nur ein hervorragender Speisepilz, sondern es ist auch ein Heilpilz. Er wird eingruppiert als Heilpilz. Warum das Ganze? Er hat sehr viele Vitamine in sich, C, D, B und E, glaube ich. Mineralien haben sehr viel drin, das haben Pilze ja allgemein sehr viel, wie Kalium, Calcium, Eisen, Kupfer, Zink, sowas haben diese Pilze sehr viel. Und was bei denen wirklich hervorragend ist, der hat sehr viele Proteine und hat ca. 20 Aminosäuren. Das ist natürlich für eine Survival-Situation sehr von Vorteil. Wie man jetzt da sehen kann, hinter mir, eine super schöne Lagerfeuerstelle. Da kann man ein kleines Lagerfeuer machen. Geht ja jetzt auch schon, es hat wirklich viel geringt. Es ist draußen alles nass. Es ist kühl wieder, Gott sei Dank, und in so einer Höhle fällt eh relativ wenig, wenn man ein kleines Feuer macht. Ich habe mein Gusseisen in die Pfanne mit, weil sowas in die Richtung habe ich halt sowieso vorgehabt. Und wir jetzt daran ein kleines Feuer entfachen und ja, da machen wir uns die Schwammerl. Aber vorerst muss ich jetzt noch Holz machen. Die haben wir unterwegs lauter so kleine Holzstücke mitgenommen, die ich im Wald gefunden habe. Mein Rucksack ist auf viel Platz. Und wir das jetzt klein machen und dann machen wir unser Feuer. Entfachen, nehme ich ein bisschen einen Kienspan her und meinen Feuerstahl mit dem Messer. Schopftintlinge ist genau wie bei allen anderen Pilzsorten nicht unter fließendem Wasser reinigen, sondern einfach mit einem Pinsel oder einem nassen Tuch reinigen und das war's dann. Weil wenn sie die Lamellen da drin vollsaugen, dann wird er ganz glitschig und schmeckt nicht mehr gut. So in etwa sollte das ausschauen, soll ihn einigermaßen sauber sein und wer empfindlich ist gegen Dreck, der sollte lieber zum Essen gehen, für den ist das sowieso nichts, der raus. Also Zutaten brauchen wir auch nicht sehr viel. Wie gesagt, unsere Schopftintlinge. Hier habe ich ein bisschen Rosmarin dabei, Petersilie, ein bisschen Löwenzahn,
ein bisschen Brot und eine Zwiebel. Und das Ganze braten wir auch in Butter. Jetzt schneiden wir uns die Schopftintlinge einmal auf. Schauen wir uns einmal an. Wie man jetzt da schön erkennen kann, sind die Lamellen alle noch weiß. Die sollten weiß bis leicht rosa nur sein. Wenn es dunkel sind, auf keinen Fall mehr verwenden. Ich schmecke das Ganze jetzt nur kurz ab mit ein bisschen Salz, Pfeffer, mit ein bisschen Kümmel und Rosmarin und Petersilie. Ja, jetzt sind wir soweit fertig und jetzt sollen wir essen. Und so eine Pfanne, die reibt man nur aus, die wascht man nicht. Einfach ausreiben, fertig und nächstes Mal wieder hernehmen. Ja, soweit sind wir jetzt durch. Die Höhle war super schön, wirklich war es eine wahnsinnig schöne Höhle. Essen war perfekt. Probiert die Schopftintlinge mal, die sind wirklich gut, schmecken unheimlich gut, ist ein sehr bekömmlicher Speisepilz. Und ja, ansonsten würde ich noch ein bisschen marschieren. Ich habe da drüben noch ein paar Felsformationen vor mir, die schauen wir heute an. Und dann sehen wir uns demnächst mal wieder dann. Macht's es gut. Für den Dank.